Weiter geht es hier bei Pearl TV rund um das Thema Auto. Ja, und Sie besitzen ganz sicher ein oder vielleicht sogar zwei Autos, mit denen Sie einkaufen fahren und Erledigungen machen, wo Sie die Familie besuchen fahren und natürlich auch die alltäglichen Strecken mal abfahren, um Brot zu kaufen, zum Drogeriemarkt zu kommen und Co. Und man glaubt das kaum, aber gerade natürlich auf so kurzen Strecken können viele Dinge passieren. Und deshalb möchten wir Ihnen nicht nur eine gute und sichere Fahrt wünschen, sondern Ihnen auch die passenden Helfer dazu zeigen. Und Andreas, da hast du Dashcams für unsere Zuschauer mitgebracht. Ja. Da stellt sich natürlich die Frage, wozu benötigen unsere Zuschauer eine Dashcam, wenn sie Autofahrer sind? Die Dashcam, liebe Zuschauer, die begleitet Sie, ohne dass Sie was tun dabei müssen. Die Dashcam, die installieren Sie einmal in Ihrem Auto und dann jedes Mal, wenn Sie einsteigen, aktiviert die sich ganz automatisch, ohne dass Sie irgendwas machen müssen. Das heißt, Sie haben hier einen Begleiter, der bei Ihnen im Auto mitfährt und alles aufzeichnet. Also wirklich hier die kompletten Fahrten, die Sie unternehmen. Das kann, wie Vivian gerade gesagt hat, natürlich zum Supermarkt sein. Das kann allerdings auch mal so ein Wochenendtrip, so ein Ausflug sein oder auch die Urlaubsfahrt. Auch natürlich, wenn man im Ausland unterwegs ist oder eben mit einem Mietwagen. Also, die Dashcam, die kommt ins Auto, filmt dort alles und das Schöne ist eben, Sie müssen da nichts dran machen. Sie brauchen die nicht bedienen und ach Mensch, vor Fahrtantritt habe ich denn die Dashcam eingeschaltet. Nein, das macht die alles automatisch und unsere erste Dashcam, die wir hier haben, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, das hört sich interessant an, das Thema Dashcam, habe ich schon das ein oder andere Mal gehört. Dann ist das natürlich jetzt genial, wenn Sie sagen, dann hole ich mir die. Schauen Sie bitte auf unseren TV-Sonderpreis, der ist wirklich hier genial. 16,10 Euro ist ein wunderbarer Einstieg, um das ganze Thema mal kennenzulernen. Sie bekommen hier, und das ist eben auch ganz wichtig, eine vollwertige Dashcam mit Bewegungserkennung. Das ist immer ganz wichtig. Das ist immer ganz wichtig. Du hast es gesagt, eine Dashcam, die einfach hilft, nicht nur auf kurzen, sondern vor allem natürlich auch auf langen Strecken zum Wochenende hin, die Fahrt einfach als stiller Begleiter mal aufzunehmen. So, Andreas, jetzt haben wir natürlich eine Frage und das ist, wie funktioniert so eine Dashcam eigentlich grundsätzlich? Genau, wir sehen es gerade im Video hier so ein bisschen. Die Dashcam, die wird an der Scheibe vorne befestigt. Ganz oft hat eine Dashcam, auch unsere hier, eine Saugnapfhalterung. Das ist sehr bequem, weil mit der Saugnapfhalterung kann ich eben bestimmen, wo die Dashcam an der Windschutzscheibe angebracht wird. Und jetzt sehen wir hier ein einziges Kabel. Das bedeutet, das ist die Stromverbindung. Die Stromverbindung wird einmal hergestellt und dann war es das. So. Und jetzt gibt es verschiedene Funktionsweisen, liebe Zuschauer. Entweder die Dashcam aktiviert sich automatisch, wenn Sie die Zündung einschalten. Da haben wir im späteren auch noch ein Modell. Die Dashcam jetzt, die ich in der Hand halte, die aktiviert sich auf Bewegungserkennung. Das heißt, sobald das Auto anrollt, wird hier scharf geschaltet und ab dann ist Aufnahmestart. Und die Aufnahme wird auch erst wieder beendet, wenn das Auto anhält. Also das ist wirklich sehr komfortabel und Sie müssen nichts tun dabei. Das finde ich sehr, sehr schön. Du hast es gesagt, sie wird ganz einfach per Saugnapfhalterung an Ihrem Fahrzeug, an der Windschutzscheibe befestigt. Ja. Wir haben natürlich auch noch weitere Modelle, die noch mehr Komfort bieten. Auf die kommen wir aber später in der Sendung zu sprechen. Jetzt, Andreas, habe ich ganz, ganz oft gehört, dass eine Dashcam die Nerven schont. Ja. Und dass eine Dashcam einfach was Gutes ist fürs Gefühl. Ja. Aber inwiefern kann man jetzt sagen, dass wenn unsere Damen und Herren, also wenn Sie jetzt hier Ihre Dashcam mit der NX4363 und der 569 der Bestellnummer hier bestellen, denn dann die Nerven schont? Ja, das ist wirklich, das ist eigentlich die wichtigste Frage überhaupt, denn liebe Zuschauer, stellen Sie sich vor, da passiert irgendwas. Das muss ja nur was Kleines sein. Aber selbst das kostet einfach Nerven, wenn man sich unfassbar aufregt. Ganz oft ist es ja so, man sucht natürlich erstmal, wie kam die Situation zustande? Wer ist denn schuld? Und dann ist es so, wenn Sie ganz klar sagen können, Vivian, das ist natürlich, das kennst du vielleicht auch, na, wenn du im Verkehr unterwegs bist und da passiert eine Situation, die vielleicht auch haarscharf ausgegangen ist, ne, dann bist du ja oft der Meinung, Mensch, ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Mhm. So, beim Unfallhergang ist es ja oft so, man wird dann dazu verdonnert, so, Sie haben jetzt was falsch gemacht. Und genau das ist natürlich hier der Punkt, das regt uns unfassbar auf. Ne? Das kostet richtig Nerven, weil, wie soll ich denn beweisen, Moment, ich habe da nichts falsch gemacht, liebe Zuschauer. Vielleicht waren Sie schon mal in der Situation, dass es zum Unfall kam, zum Glück oder hoffentlich nur ein Blechschaden. Und dann wurde eben festgestellt von der Polizei und vielleicht auch vor Gericht, Mensch, Sie waren da schuld. Da muss ich einhaken. Gerne. Jetzt ist natürlich die Frage auch die, ob denn so das Video einer Dashcam auch als Beweis vor Gericht zugelassen ist. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Die Frage wurde geklärt im Jahr 2018, liebe Zuschauer. 2018 im Sommer wurde festgestellt, vom Bundesgericht
Gerichtshof. Die Aufnahmen einer Dashcam sind bei der Polizei und vor Gericht zugelassen als Beweis. Wenn da also was passiert, dann sind Sie immer auf der sicheren Seite. Weil dann müssen Sie nicht lange erklären, wie es war. Oft steht ja auch Aussage gegen Aussage. Der Unfallteilnehmer oder der Unfallgegner sagt so, Sie sagen so. Zwei unterschiedliche Meinungen, man findet keinen Konsens, man kommt auf keinen Nenner. Mit einer Dashcam ist es ganz einfach, liebe Zuschauer, denn da spielen Sie die Aufnahme ab. Und dann ist es im Grunde so, Vivien, dann... Du kannst so ein Video nicht türken, nicht fälschen oder sonst irgendwas. Ne? Da ist es wirklich alles aufgezeichnet. Also, jetzt haben wir geklärt, dass das Video einer Dashcam als Beweis vor Gericht, aber auch vor der Polizei zulässig ist, Andreas, das hattest du gesagt. Dann hast du gesagt, dass eine Dashcam unseren Zuschauern Nerven und Ärger erspart, einfach dadurch, dass sie sich nicht mehr rechtfertigen müssen und die Beweislage natürlich klar ist, was einhergeht mit der Frage des Beweises. Wie eine Dashcam grundsätzlich funktioniert, dass sie eine einfache Anbringung haben, einfach an der Windschutzscheibe, zack, befestigt und schon wird alles aufgenommen. Jetzt klären wir noch die Frage des Preises und der liegt bei 16,10 Euro. Ja, das ist natürlich ein Hammer. 16,10 Euro, bitte. Da überlegen Sie jetzt einfach nur, wie viele Sie brauchen. Eine bitte unbedingt für die Kinder und Enkel mitbestellen für 16,10 Euro. Eine für 16,10 Euro auch bestellen, die gerne mal in einem Mietwagen zum Beispiel auch zu tragen kommt. Da kommen wir auch später drauf nochmal. Und vor allem eine für Ihr Fahrzeug mit der NX 43 63 569. Und Sie haben natürlich gleich gesehen, dass eine Dashcam Sie im Straßenverkehr begleitet und dass das ein sicherer Helfer ist. Da macht es natürlich auch Sinn, wenn Sie so viel Geld und Nerven sparen, vielleicht bei einer Dashcam zuzugreifen, die noch ein bisschen ausgeklügelter ist wie das nächste Modell. Das ist wirklich sehr ausgeklügelt. Das ist so eine getarnte Dashcam, muss man sagen. Die liegt einmal hier und einmal habe ich sie aber auch bei uns in unserem Auto mit angebracht. Warum? Wir haben hier eine unauffällige Dashcam. Mhm. Die heißt wirklich so, der Titel ist wirklich unauffällige Dashcam, weil sie unauffällig ist. Die versteckt sich nämlich hinter dem Außenspiegel. Die wird einfach hier oben an der Scheibe angebracht und der Außenspiegel, der hat ja eine größere Fläche. Hier sehen wir es jetzt gerade auch. Vielen Dank an unsere Kamera und an unseren Philipp, der uns das jetzt gerade hier einfängt. Da sieht man das sehr gut. Vivien, oft ist es so, dass eine Dashcam ja auf der Scheibe hängt und dass ganz viele sagen, ach komm, möchte ich nicht so gerne. Oder aber andere Verkehrsteilnehmer sehen die Dashcam, ne? Und verhalten sich dann möglicherweise auch dementsprechend oder machen eben auch nochmal einen Rücksicher. Grundsätzlich ist das ja gut, wenn alle defensiv Auto fahren, das muss man sagen. Aber bei der hier ist es eben auch so, die ist unauffällig, die sieht man nicht. Das heißt eben auch, wenn Sie zum Beispiel Ihr Auto abstellen, ist das ein wunderbarer Parkwächter, weil wenn hier jemand Ihr Auto anrempelt, wird das von der Kamera gefilmt und falls der Unfallgegner oder der Verursacher sich dann entfernt, dann filmt die Kamera das. Und das Schöne ist eben, ne, der Unfallgegner, der offenbart hier eigentlich dann auch sein Wesen, ne, wie er eigentlich dann auch drauf ist, wie er gestrickt ist, weil das wissen wir ja alle, wenn man einen Unfall verursacht, dann sollte man natürlich vor Ort bleiben. Vivien, jetzt interessiert unsere Zuschauer natürlich, weil diese Dashcam ja sehr schlank ist, die hat ja keinen Bildschirm. Mhm. Und da ist interessant, liebe Zuschauer, diese Dashcam, die funktioniert in Zusammenarbeit mit Ihrem Smartphone. Das heißt, da kommt eine App aufs Smartphone, Android und auch iPhone-mäßig, ganz einfach zu installieren. Und meine Aufnahmen, die fertigt dann, beziehungsweise die kann ich dann hier auf dem Smartphone abrufen. Das ist also wirklich eine ganz moderne Angelegenheit. Der Vorteil davon ist, deine Dashcam-Aufnahmen, die sind halt nicht im Fahrzeug, sondern die hast du immer dabei. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich wiederhole das nochmal für Sie, falls das gerade untergegangen ist, weil Sie sich gerade eine Tasse Kaffee geholt haben. Die Dashcam, die zeichnet jetzt hier mit der unauffälligen Art und Weise, wir haben es an unserem Auto gesehen, alles auf. Ich muss persönlich sagen, wir haben heute auch noch technisch innovativere Modelle, aber das ist mein Lieblingsmodell, denn ich bin einfach so jemand, ich mag das nicht, wenn in der Windschutzscheibe irgendwo was hängt. Wenn es Ihnen ähnlich geht, dann greifen Sie jetzt zu mit der NX 43 37 569. Und Andreas hat gesagt, dass Sie eben hier jetzt durch diese kleine Bauform kein Display haben, Sie aber mit einer kostenfreien Smartphone-App, egal auf welchem Smartphone, egal welches Smartphone Sie haben, hier können Sie alles kostenlos dann noch einmal sehen und widerspiegeln. Ja. Andreas, jetzt ist natürlich aber auch die Frage, können unsere Zuschauer so eine Dashcam denn auch selbst anbringen? Natürlich, also das ist mal... Das
Oberste und das Allerwichtigste, liebe Zuschauer, wenn Sie sagen, ich entscheide mich jetzt für eine Dashcam, die sind sehr einfach in der Montage. Grundsätzlich ist es so, wir arbeiten bei unseren Dashcams mit einer Saugnapfhalterung, die wird einfach hinten an der Frontscheibe angebracht. Sie suchen sich die Stelle aus, die da passend ist. Dann brauchen Sie eine Stromverbindung, kommt über die 12-Volt-Steckdose oder über den Zigarettenanzünder und dann war's das. Wenn Sie möchten, legen Sie noch eine Speicherkarte ein. Das heißt, Ihre Aufnahmen sind dann auch gesichert. Wenn Sie das nicht möchten und Sie sagen, Sie möchten einfach nur eine Dashcam im Auto mithaben, um einfach auch so ein bisschen bei den anderen Verkehrsteilnehmern für eine defensive Fahrweise zu sorgen, können Sie das auch machen. Es ist natürlich immer sinnvoll, hier mit einer Speicherkarte zu arbeiten. Grundsätzlich aber nochmal, dass wir es ganz klar wiederholt haben, eine Dashcam anzubringen, können Sie ganz alleine, brauchen Sie keinen Fachmann sein, funktioniert auch ohne Hilfe und ohne Werkstatt. Das finde ich ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass Sie das selbst machen können. Nutzen Sie da auch jetzt die schöne warme Jahreszeit, einfach auch zu sagen, Mensch, Sie machen das innerhalb von 3 Minuten mal eben rucki-zucki selbst. Ja. Jetzt kommen natürlich auch noch weitere Fragen auf, lieber Andreas. Und man sagt ja immer, dass eine Dashcam bei Ihnen im Auto für mehr Sicherheit sorgen wird. Wie kann man das so pauschalisieren? Ich bin schon ein paar Mal drauf eingegangen. Es ist natürlich so, wenn du als Autofahrer in einem anderen Auto etwas im mittleren Bereich unter dem Rückspiegel siehst, dann kannst du dir ja schon denken, Moment, das ist eine Dashcam. Und dann fährt man natürlich auch dementsprechend. Wenn ich weiß, jetzt als Verkehrsraudi, ne? Ich werde aufgezeichnet, dann sollte ich mir halt schon genau überlegen, was ich da tue. Weil das ist natürlich auch so ein Punkt. Dadurch, dass eine Dashcam bei der Polizei und vor Gericht ja zugelassen ist als Beweismittel, wird es in Zukunft so sein, dass Verkehrsraudis ganz, ganz schlechte Karten haben. Weil letztlich ist es so, ich kann natürlich mit meiner Aufnahme dann zur Polizei gehen und kann hier eine Anzeige erstatten und kann sagen, schauen Sie mal, der hat hier falsch überholt, der hat mich ausgebremst, der hat mich geschnitten, der hat mir die Lichthupe gegeben und. Ne? Das war ja tatsächlich in der Vergangenheit gar nicht möglich. Und gerade so eine unauffällige Dashcam, wie wir sie hier haben im Auto, ne, ist natürlich auch sensationell geeignet. Und eins möchte ich noch sagen, Vivian, zum Preis. Für die Technik, die wir hier drin haben, ist das wirklich der Knaller unter 40 Euro. Wir liegen hier, um genau zu sein, bei 37,95 Euro. Und da muss auch ich wirklich sagen, das ist der Hammer. Die Presse, die ist auch voll des Lobes und das Fazit eines Presseberichts lautet, das gelieferte Bild ist scharf und die Cam überzeugt durch ihr unauffälliges Design. Sehe ich genauso? Die Bestellnummer für die Cam lautet NX43 37569. Ich muss wirklich sagen, auch wenn jetzt noch weitere Modelle kommen, die weitaus besser ausgestattet sind, ich finde das Modell am schönsten. Ich mag es einfach nicht, wenn irgendwo was an der Windschutzscheibe hängt. Ich habe immer gern die volle Sicht und wenn es Ihnen genauso geht, ist das Ihre Dashcam. Ja. Aber wir bereits schon angetrailert und gespoilert, kommen jetzt auch noch weitere Dashcam-Varianten. Und Sie sehen gleich, dass wir natürlich immer innovativer werden. Und Andreas, da stellt sich natürlich dann die Frage, wie geht's jetzt weiter? Es geht weiter. Wir kommen jetzt zu Dashcams, die, was ihre Funktionen angeht, komplett umfangreich sind. Das heißt, wir haben alles, was man in eine Dashcam packen kann, auch wirklich in den Systemen. Und wir haben bei beiden Dashcam, die jetzt folgen, tolle Hardware. Wir haben hier einen Sony-Sensor mit eingebaut. Und das wissen Sie natürlich, Sony steht für Qualität und das kommt eben auch in dieser Dashcam zu Ihnen nach Hause. Aber genug der Theorie. Lassen Sie uns doch mal so ein Video angucken, wo man ganz klar noch mal sieht, warum ist es wichtig, eine Dashcam im Auto zu haben und das bei jeder Autofahrt, liebe Zuschauer. Wir gucken uns jetzt mal eine Situation an, die kennen Sie. So, ganz normale Situation. Zack, ist er reingezogen. Und das geht so schnell, ne? Das geht unfassbar schnell, liebe Zuschauer. Sie haben es gerade gesehen. Man fährt nach vorne, orientiert sich natürlich auch so ein bisschen an das Geschehen vorne. Und dann kommt hier von der Seite eine reingeschert, geschnitten. Man fährt auf, es kommt zum Kontakt. Und dann ist natürlich jetzt hier das Geschrei erstmal groß. Keiner will es gewesen sein und schon gar nicht der sie da überholt und der sie geschnitten hat. Deshalb ist es ganz wichtig, so eine Dashcam ist einfach der stumme Zeuge, der fährt immer mit und die Dashcam, die ist auch nicht irgendwie zu bestechen. Was hier aufgenommen wird, das ist sicher und kann bei der Polizei und vor Gericht vorgelegt werden. Wir haben noch eine Situation für Sie vorbereitet, wo man das auch noch mal ganz klar sieht. Ne? Verkehrssituation hier alltäglich und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Dauert noch eine kleine Sekunde. So. Hier, Stadtverkehr, noch alles unauffällig, ne? Kann überall passieren. Der schafft das nicht zu bremsen, oder? Ah, wir werden sehen. Guck mal, doch. Hat er geschafft. Er bremst und jetzt. Was? So, ne?
Jetzt ist der aufgefahren. Ne? So, liebe Zuschauer, das, was wir hier haben, das ist eine Versicherungsbetrugssituation. Ja? Der Vordermann hat zurückgesetzt, ist absichtlich aufgefahren. So, die wollen Geld haben, ist doch völlig klar. Der Mann, der das Auto dahinter gefahren hat, kommt jetzt raus und sagt, Moment mal, Kameraden, so nicht. Ich habe hier eine Dashcam im Auto, die hat alles aufgezeichnet. Also, aus der Situation schöpft ihr kein Geld. Und grundsätzlich nochmal, diese Situation, die wir hier erleben, die steht für viel, viel mehr. Die steht für die ganzen Diskussionen, für die Nerven, die das alles kostet. Man regt sich unfassbar auf. Man muss sich mit jemandem auseinandersetzen, der ständig das Gegenteil behauptet. Und die Polizei kommt auch noch dazu. Die Polizei, Vivien, ist ja sowieso. Die Polizei entscheidet ja gar nicht, wer ist schuld. Das macht ja später dann das Gericht. Die Polizei nimmt nur den Unfall auf. Das heißt im Grunde, der einzige Zeuge, der in so einer Situation für Sie spricht, ist Ihre Dashcam. Und deshalb sollte Ihre Dashcam auch bei Ihnen im Auto sein und nicht bei uns im Lager liegen und auf Sie warten. 75,95 Euro, der Preis für die Full-HD-Variante, die wir Ihnen jetzt zeigen, Andreas. Auch hier, wir sind ja schon durchgegangen, warum unsere Zuschauer eine Dashcam benötigen, wie das funktioniert. Grundsätzlich, das wissen wir jetzt, es geht natürlich viel mehr darum, welche Highlights, welche Features können Sie jetzt hier noch genießen. Genau. Aber natürlich auch hier nochmal der Punkt, lieber Andreas, sind die Aufnahmen von Dashcams als Beweis vor Gericht zugelassen? Das ist gut, dass wir das nochmal ansprechen, das kann man nicht oft genug sagen. Da gibt es auch ganz viel Unwissenheit. Liebe Zuschauer, es ist tatsächlich so, Mitte 2018 gibt es eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, wo entschieden wurde, dass Dashcam-Aufnahmen grundsätzlich vor Gericht als Beweis zugelassen sind. Das heißt, wenn Sie eine Dashcam im Auto installieren, wie unsere hier, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Sie dürfen das, Sie dürfen damit fahren und Sie dürfen die auch vorlegen. Und das Schöne ist, man muss ihnen dann glauben, weil all das, was vorgefallen ist, ist ja hier aufgezeichnet. Und hier haben wir noch eine Besonderheit zum Sony-Sensor, also zu dieser wirklich tollen Qualität, haben wir eben auch noch Full HD. Das heißt hier wirklich pixelgenau. Jetzt wechseln wir zur nächsten Variante. Sie sehen, wir haben natürlich auch hier ein High-Class, ein Premium-Modell. Und Andreas, da stellt sich natürlich gleich die Frage für unsere Zuschauer. Bei welcher Dashcam sollte man zugreifen? Warum sollten Sie sich jetzt zu Hause für das Premium-Modell entscheiden? Weil ich dann natürlich alles habe. Ich habe hier eben auch die Möglichkeit dieser 360-Grad-Rundumsicht, weil wir zwei Kameras haben. Auch diese Dashcam hier verfügt über diese tolle Hardware von Sony. Also auch hier ein Sony-Sensor verbaut. Und man sieht eben, hier ist eine Kamera, hier ist die zweite Kamera. Und das Ganze wird eben auch wieder ganz einfach mit einem Saugnapf befestigt, dort wo Sie wollen. Was bringt mir zwei Kameras, liebe Zuschauer? Na, ich habe einmal den rückwärtigen Raum, habe hier einen großen Winkel und ich habe einmal die Kamera nach vorne und habe hier eben auch einen großen Winkel, einen großzügigen Winkel, nennen wir es mal so. Das heißt, ich habe wirklich diese 360-Grad-Rundumsicht. Das heißt, auch wenn hinten irgendetwas passiert, ne, dann wird das eben auch aufgezeichnet. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Also hier noch mehr technische Spezifikationen, die Sie haben, wie diese 360-Grad-Rundumsicht. Das heißt also kein toter Winkel mehr, der sich irgendwo im Auto, ums Auto herum befinden könnte, was Sie natürlich noch mal sicherer und geborgener macht. Aber jetzt kommen wir da eben auch noch mal zum Punkt. Vielleicht haben Sie erst später zugeschaltet, deshalb wiederholen wir das gerne auch nochmal. Warum sorgt eine Dashcam denn jetzt bei uns im Auto für mehr Sicherheit? Weil, wenn, erstens, ich bin auf der sicheren Seite, ich fahre viel selbstbewusster Auto. Ne? Weil ich ja natürlich weiß, ich habe hier meinen Zeugen ja immer dabei, der ist unbestechlich, der nimmt alles auf. Bin auf der sicheren Seite, wenn was passiert, habe ich meine Aufnahmen, gar kein Problem. Ich muss nicht lang diskutieren. Und wenn andere Verkehrsteilnehmer bei mir im Auto eine Dashcam sehen, fahren die natürlich auch defensiver. Dann sagen die sich natürlich ganz klar, Moment, hier muss ich aufpassen, kann ich mir nicht alles erlauben, es wird gefilmt. Und das wissen Sie selber, da draußen gibt es genug Menschen, die fahren natürlich wie die Axt im Walde, nicht nur auf der Autobahn, auch in der Stadt. Ne? Da wird in letzter Sekunde gebremst, nochmal eingeschert, liebe Zuschauer. Da wird ausgebremst, da wird aufgefahren, all diese Dinge. Und das ist natürlich da ist natürlich eine Dashcam auch ein toller Sicherheitsfaktor. Und meine Empfehlung ist ganz klar an jeden Autofahrer da draußen, holen Sie sich eine Dashcam ins Auto. Wir haben hier ein Einsteigermodell mit etwas um die 16 Euro gehabt. Wir sind hier jetzt beim Premium-Modell mit 123,45 Euro. Das ist aber auch gleichzeitig unsere allerbeste Dashcam, die wir haben. Sony-Sensor, zwei Kameras, Panorama rund
Rundumsicht. Da muss man wirklich sagen, das ist der vollkommene Schutz. Und Vivian, wir haben ja auch über die Bedienung bzw. Installation gesprochen. Und die ist ja auch wirklich, ich würde mal sagen, kinderleicht. Wiederholst du das nochmal? Wie das mit der Installation? Die Installation ist ganz einfach. Saugnapf vorne an die Scheibe dran. Dann brauchen wir Strom aus dem Zigarettenanzünder oder aus der 12-Volt-Buchse. Überhaupt kein Thema. Und dann macht die Dashcam alles alleine. Die aktiviert sich automatisch beim Fahren. Bewegungssensor, Gehsensor, Zeitstempel. Also hier haben wir schon wirklich alles drin, was man braucht. Selbst wenn man eine Urlaubsfahrt unternimmt, liebe Zuschauer. Und Sie möchten sagen, ich möchte mir meine Fahrt nachher noch mal angucken, weil die Gegend so schön war. Auch das kann eine Dashcam leisten. Aber sag mal, Andreas, das heißt also während der Urlaubsfahrt mit dem eigenen Auto, aber wie sieht das mit dem Mietwagen aus? Hervorragend. Das ist natürlich auch eine Einsatzmöglichkeit, um hier auf der sicheren Seite zu sein. Gerade beim Mietwagen ist es ja so, man unterschreibt oft eine Vertragsklausel und wird dazu verdonnert. Selbstbehalt 500 Euro, 800 Euro, 1000 Euro. Das heißt, beim Unfall muss man in jedem Fall diesen Betrag zahlen. Und das ist natürlich dann auch noch mal so eine Sache. Wenn man gerade im Ausland unterwegs ist, fremde Sprache, man kann sich mit den Behörden nicht wirklich auseinandersetzen, da ist eine Dashcam Gold wert, weil die zeigt natürlich genau alles auf und Sie wissen selber, Bilder sagen hier mehr als Worte. Deshalb unbedingt auch im Mietwagen, im Leihauto eine Dashcam mitführen. Ja, nicht nur wir sind absolut begeistert, sondern auch die Presse. Wir schauen uns mal an, was denn Grip dazu sagt. Grip sagt Ihnen was? Grip checkt, Fazit, Dashcam, Roadmovie, Unfallrekorder, alles in einem. Dankeschön, Grip. Jawohl. Wir freuen uns sehr, dass hier alles als gecheckt und vor allem als gut befunden wurde für 123,45 Euro. Wissen Sie, ich bin voll und ganz bei Ihnen, dass Sie sagen 123,45 Euro, das ist natürlich jetzt auch eine Investition, die Sie jetzt eben haben. Aber Sie müssen eben hier auch auf die lange Zeit mal nachdenken und mal rechnen. Darauf, dass natürlich kleine Dinge passieren können und das passiert einfach schneller, als man denkt. Und selbst wenn Sie der wirklich aufmerksamste und sicherste Autofahrer sind. Es gibt diese Rowdies, es gibt die Leute, die einscheren. Ja. Wir haben es in diesen Videos auch gesehen. Und da sollten Sie einfach gerüstet sein, um Ihre Nerven zu schonen, um natürlich auch Geld dann zu sparen. Es ist ja nicht nur so, Andreas, dass man diese einmaligen Kosten hat. Man wird ja auch in der Versicherung wieder hochgestuft, richtig, wenn was ganz passiert. Genau. Also, liebe Zuschauer, jetzt nochmal. Ne? Sie investieren hier maximal 123,45 Euro für eine Dashcam. Wenn es zum Unfallgeschehen kommt, der Blechschaden an Ihrem Auto, am anderen Fahrzeug geht in die Tausende. Ja. Ne? Und die Versicherung, ganz wichtiger Punkt, Vivian, was du angesprochen hast, wenn die Versicherung ihren Schaden und den Schaden des anderen Fahrzeugs begleichen muss, dann werden sie in der Versicherung hochgestuft. Und das, jetzt kommt's, das schleppt man ja viele Jahre mit. Eine Hochstufung, bis sie wieder an diesem Wert angekommen sind, den sie mal hatten. Ne? Das dauert viele Jahre und in der Zeit bezahlen sie natürlich eigentlich dann auch mehr Versicherungsprämie. Deshalb, eine Dashcam ist wirklich Gold wert und das schont die Nerven. Sie können ganz gelassen Auto fahren, setzen Sie sich einfach rein, die Dashcam macht alles für Sie. Und Sie haben eben bei unseren Dashcams auch immer die Qualität, Sie haben vollwertige Dashcams, ganz einfach zu bedienen, Sie brauchen sich um nichts kümmern. Und speziell bei unserem High-End-Modell hier haben wir eben auch diesen tollen Sony-Sensor wieder mit drin. Und da muss man wirklich sagen, das ist preis-leistungstechnisch ein absolutes Highlight. Ein absolutes Highlight für 123,45 Euro. Ich muss das Ganze wirklich bejahen. Die UVP liegt bei 250 Euro, ja. Aber selbst da sage ich Ihnen, das ist ja eine einmalige Investition. Das ist ja nicht wie eine Creme, die man alle zwei Monate wieder kaufen kann, wo man sagt, oh mein Gott, das ist ja Ihre Sicherheit, das ist Ihr Auto. Die bestellen Sie sich einmal, die nehmen Sie mit in den Mietwagen zum Beispiel. Die können Sie mit auf Urlaubsfahrten nehmen. Die begleitet Sie einfach viele Jahre und das auch mit Freude. Gerade hier nochmal, Andreas, ich sage jetzt mal was. Du sagst bitte und korrigierst mich, ob das stimmt. 360 Grad Rundumsicht bei dem Modell, das heißt keine toten Winkel mehr im Auto. Keine toten Winkel mehr, das ist das, was du sagst. Tolles Argument und den Begriff kennen Sie, toter Winkel. Das ist immer der Bereich, den eine Kamera oder ein Spiegel nicht erfassen kann. Das haben wir hier nicht mehr. Hier haben wir wirklich Rundumsicht, 360 Grad. Wir sehen es gerade noch mal an den Originalaufnahmen dieser Dashcam. Hier übrigens dann auch mit dem kleinen Bildausschnitt hier. Das heißt für Sie einfach Sicherheit nach vorne, Sicherheit nach hinten und in diesen schwierigen Situationen, wo es dann wirklich auch auf Nuancen in der Argumentation ankommt, ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man dann einfach sagt, komm, ich habe hier tatsächlich diesen Rundumschutz.
Wir fassen aber nochmal für Sie zusammen, falls Sie sich natürlich fragen, ja Mensch, aber wie waren die ersten Modelle, wo, wie, Unterschiede, 16,10 Euro das Einstiegsmodell, also kein Geld oder ist mir zu teuer, ist hier keine Ausrede mehr. Das ist definitiv keine Ausrede, 16,10 Euro und schon diese Dashcam, liebe Zuschauer, kann Ihre Nerven schonen und kann Sie eben auch davor bewahren, dass Sie zur Rechenschaft gezogen werden, obwohl Sie gar nichts gemacht haben. Nutzen Sie diesen tollen TV-Sonderpreis, um das ganze System hier kennenzulernen, einfach zu bedienen, die fährt immer mit. Sie müssen die nicht anschalten, die macht alles automatisch. Und das für 16,10 Euro. Denken Sie da auch an Enkelchen, an die Fahranfänger, vielleicht an das zweite Fahrzeug, das Sie besitzen. 16,10 Euro, ein super Einstiegspreis mit der Bestellnummer NX4363569, kommt das absolute Highlight zu Ihnen, das von unseren zahlreichen Zuschauern wirklich schon doppelt, dreifach und mehrfach bestellt wurde und sicher durch die Straßen führt. Jetzt kommen wir zur nächsten Variante, die übrigens mein absolutes Highlight ist, weil sie eben so unauffällig ist. Richtig, ist eine unauffällige Dashcam zu einem Top-Preis. Also die ist gar nicht erkennbar. Hier sehen wir sie. Die wird wirklich hier an der Scheibe festgemacht, aber vom Außenspiegel quasi überdeckt oder kaschiert ist das bessere Wort. Und das Display, Sie sehen es, ist Ihr Smartphone. Die ist ganz, ganz schlank und Sie haben so im Grunde Ihre Aufnahmen immer dabei. Also die sind nicht im Auto, sondern die sind auf Ihrem Smartphone. Ganz, ganz, ganz klasse. Tolle, tolle Möglichkeit und schöne Alternative, aber auch eben sehr preisgünstig. Ja, für 37,95 Euro. Wissen Sie, Sie entscheiden hier bitte frei an dieser Stelle, welche Dashcam Ihnen am besten gefällt. Ich finde das Modell am besten. Das ist meine persönliche Meinung. Es muss ja auch nicht immer das teuerste Modell sein. Machen Sie das hier nach Belieben. 37,95 Euro, wenn Sie sich so entscheiden wie ich, für die NX4337569, damit Sie einfach das komplette Sichtfeld frei haben und das unauffällig ist. Also das ist mein Highlight. Jetzt weiß ich aber, dass ich natürlich auch Konkurrenten habe, wie Andreas zum Beispiel, der sagt, die nächsten beiden Modelle, die sind toll. Warum? Die sind natürlich genial, weil wir einfach mit Full HD filmen. Und Full HD, da hat man einfach wirklich erste Sahne Bildqualität. Speziell hier mit unserer kleinen Dashcam, die ist wirklich ganz schlank, ne? Haben wir eben auch noch diesen sensationellen Sony-Sensor mit drin. Und wir haben eben auch diesen Ultra-Weitwinkel bzw. diese Rundumsicht, weil wir zwei Objektive haben. Einmal in den Innenreihen, einmal in den vorderen Bereich. Das auch hier, oder das bedeutet auch hier, haben Sie diesen Rundumschutz. Und das für 75,95 Euro. Mit der Bestellnummer NX4507569. Hier sehen Sie nochmal die einfache Befestigung. Das schaffen Sie spielend leicht. Das hat der Andreas heute in dieser Sendung schön erklärt. Es geht rucki-zucki und dann haben Sie immer eine sichere Fahrt. Doch die Kirsche auf der Sahnetorte, die wartet noch auf Sie. Denn Dashcams gibt es natürlich in verschiedenen Preis- und vor allem auch Leistungsklassen. Und wir haben natürlich auch hier ein Premium-Modell für Sie in der Runde. Ja, wirklich unser Premium-Modell. Man muss aber was sagen, der Preis ist extrem genial hier ausgerichtet, weil wir haben extrem viel Gerät, tolle, tolle Funktionen. Wir haben wieder die Rundumsicht 360 Grad, dieses Mal aber nicht nur mit zwei Objektiven, sondern gleich zwei Kameras, die unabhängig voneinander filmen. Sieht man hier ganz klar eine Kamera, hier ist eben dann die zweite Kamera. Ich nehme mal meinen Finger weg, hier sieht man sie. Auch hier haben wir einen Sony-Sensor drin verbaut. Aber trotz dieser tollen Funktionen, trotz Full HD, ist auch hier die Bedienung kinderleicht. Und denken Sie dran, liebe Zuschauer, eine Dashcam gehört in jedes Auto, bei jeder Autofahrt, selbst wenn Sie nur 500 Meter unterwegs sind, kann tatsächlich schon ein kapitaler Blechschaden passieren, der viel Kosten und viel Ärger verursacht. Deshalb heißt es zugreifen mit der NX4498569, wenn Sie sich für das Premium-Modell mit der 360-Grad-Rundumsicht entscheiden, für 123,45 Euro. Und ab 150 Euro, da liefern wir übrigens Porto und Versandkosten frei. Da empfehlen wir Ihnen natürlich, dass die Versandkosten auf uns gehen und Sie mal in den 5-Euro-Shows vorbeischauen und sich vielleicht noch ein paar Artikel weiter in den Warenkorb legen, sodass Sie den Versand nicht zahlen müssen. Und so sehen Sie, wie einfach Sie vor allem sicher, nervenschonend an Ihr Ziel kommen. Ja. Und es sind mal die kleinen, mal die langen Fahrten. Das kann man ja nicht pauschalisieren. Und genau das ist ja der Punkt. Egal wie vorsichtig, langsam und aufmerksam Sie auch fahren, es sind andere Faktoren, die damit einspielen, wie wir in den Beweisvideos gesehen haben. Deshalb entscheiden Sie sich heute hier für eine Dashcam. Fahren Sie sicher mit gutem Gewissen und mit beruhigten Nerven. Gute Fahrt. Gute Fahrt.